guten Morgen, Leute. Ich bin nach wie vor in Chiang Mai und kann auch noch nicht genau sagen, wann ich hier wegkomme. Hier wohl im Hintergrund regnet es wieder. Und ich gönne mir heute mal ein europäisches Frühstück hier. Frühstück sieht lecker aus. Keine Ahnung, was das alles ist. Werde aber dann wohl feststellen. Ja, und mein typisches Americano. Eigentlich wollte ich einen kleinen Spaziergang noch hier mal machen, aber der wird unter Umständen wahrscheinlich sprichwörtlich ins Wasser fallen. Das Frühstück war sehr gut, auch sehr reichhaltig. Der Service allerdings, naja Leute, ich muss sagen, meine Frage nach Zucker wurde zweimal geflissentlich ignoriert. Jetzt habe ich Gäste, glaube ich auch nicht. Sind die Kleinigkeiten, also ich bin bestimmt nicht pingelig in der und anderen Form, aber wir könnten auch ab und zu mal ein bisschen freundlicher sein hier in Chiang Mai. Die Sonne kam wenig durch und ich laufe hier mal ein bisschen durch die Sträßchen und sehe mir das alles an. Obwohl hier in Chiang Mai sieht alles sehr ähnlich aus. Also man kann in jede Seitenstraße reingehen. Restaurants, Cafés und Hotels. Ich wurde gerade wieder kurz unterbrochen, einer meiner Abonnenten erkannte mich. Ja, wie gesagt, sieht alles sehr ähnlich aus. Auch die Tuk-Tuks sieht man an jeder Ecke. Oh, hier schon der Big Wing. Habe ich aus Zufall entdeckt. Da muss ich mich natürlich mal wieder umsehen hier. Oh, die sind auch sehr gut sortiert. Jedenfalls eine größere Auswahl, ein größerer Showroom als in Chiang Rai. So eine Jacke muss man mal zulegen, die hält den Regen zwar nicht ab, aber zumindest die Kälte. Ich vergleiche ja da eine Preise, also die Kette hätte mich hier das gleiche gekostet wie in Chiang Rai. Also bleibt das Fleisch. Und hier natürlich mal wieder geschlossen. Massagesalons und Tempel gibt es hier reichlich. Bei den vielen Ausländern, die hier leben, bestimmt eine sinnvolle Sache. An der Stadtmauer und dem Tor tummeln sich die meisten Touristen. Die möchten die meisten einmal gesehen haben. So sehen die typischen Sammeltaxen in Chiang Mai aus. Ich passiere mal kurz zum Hotel zurück. Dort wartet Georg auf mich. Ja, so sieht man auch häufiger mit dem ganzen Kabelsalat. Leute, hier mal wieder ein uriges Café und das Café heißt Café und da vorne, da ist Georg, er lebt schon 16 Jahre hier in Chiang Mai, ein waschechter Bayer und da hat sich gerade ein Frühstück bestellt und das ist sein Freund, ne? Österreicher. Österreicher. Und so sieht das Ganze von innen aus. Alles wieder so ein bisschen alt eingerichtet. Wie ich das mag. Reichhaltige Spirituosenauswahl und der Kaffee ist sehr gut, muss ich sagen. Schöne alte Vitrinen. Und da sind die Betreiber. Oh, guck mal hier. Alte Fotos. Auch noch mal interessant, sowas zu sehen. Das Café findet ihr an der Moon Luang Road, Lane 5. Müsste eigentlich einfach sein zu finden, Leute.
Ach ja, fängt wieder an zu regnen, Leute. Ich glaube, ich verkrümel mich mal ins Hotel. Eine Stunde später und ich spaziere ja mal wieder durch so kleine Gässchen. Nieselt natürlich noch immer, aber im Hotelzimmer weiß ich auch nichts mit mir anzufangen. Scheint so ähnlich zu sein wie in Aachen. Erinnert mich an das Körpergäßchen. Ich nahm mal einen Lemon Cheese Cake und einen Karamellkaffee. Also Lemon Cheese hat mir in Prä sehr gut geschmeckt. Ja Leute, es hat sich wieder eingeregnet. Das hat so keinen Zweck. Ich gucke, dass ich wieder halbwegs vorher zum Hotel komme. Was wieder vergessen, Lemon Cake war sehr, sehr lecker. Der Kaffee etwas gewöhnungsbedürftig, weil sehr, sehr süß. Mit halbwegs trocken war wohl nicht, wo ich ja wohl wieder ein halbes Stündchen warten oder so. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesehen. Haltet die Ohren steif und euch gut gehen. Ja Leute, ich bin wieder im Hotelzimmer, habe meinen E-Book-Reader rausgekramt, den ich vorher lud, als ich nicht da war, und die Zeit mit Lesen verbracht. Übrigens, Manny, der Siam-Reiter, befindet sich auch in Chiang Mai, mit dem traf ich mich gestern. Der wohnt etwas außerhalb, ich glaube so 12 Kilometer außerhalb von hier und wird morgen in dieses Hotel umziehen. Und er scheint noch bis Sonntag bleiben zu wollen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich morgen hier bleibe. Wenn es morgen früh gegen 6 Uhr trocken ist, werde ich auf jeden Fall weiterfahren. Andernfalls werde ich auch hier noch einen Tag dranhängen. Also momentan die Wetterverhältnisse sind ja schrecklich.